Warum können die meisten Gitarristen mit dem Thema Modes überhaupt nichts anfangen? Auch viele Gitarrenlehrer nicht. Ich würde sagen, die Art und Weise, wie es gelehrt wird, die Reihenfolge der Lernschritte, wie es üblicherweise gemacht wird, ist falsch. Das Thema wirkt dann unheimlich kompliziert und darauf haben wir natürlich keine Lust. Gitarre spielen, unser Hobby, soll ja Spaß machen. Ich zeige dir aber heute, wie du es besser machen kannst und wie du mit den Modes viele neue Klangfarben für dein Spiel dazu gewinnen kannst, ohne großen Aufwand. Bleib dran! Was sind überhaupt Modes? Man nennt sie deutsch auch Modi, der Durtonleiter. Ganz kurz gesagt handelt es sich um 7 interessante Klangfarben, die sich aus 7 Stufen der Durtonleiter ergeben und die dir eigentlich automatisch zur Verfügung stehen, sobald du die Durtonleiter souverän spielen kannst. Wenn das so toll und so einfach ist, warum können das dann aber gefühlt über 90% der Gitarristen nicht? Ich habe hier mal kurz ein paar häufige Gründe gesammelt für die Ablehnung der Modes. Erstens, die Namen sind ja schon abschreckend. Modes werden ja traditionell auch Kirchentonarten oder Kirchentonleitern genannt und die einzelnen altgriechischen Namen wie Mixolydisch oder Phrygisch klingen für viele nicht so spannend oder einladend, dass man sich gerne näher damit beschäftigen würde. Zweitens, die typische Erklärung über die Intervallstruktur macht es unheimlich kompliziert zu folgen. Wenn man also hört, Dorisch ist eine Molltonleiter mit großer None, großer Sechste und kleiner Septime, das ist ja alles richtig, kann sich aber kein Mensch merken und macht irgendwie keine Lust auf die Sache. Drittens, die Erklärung über bestimmte Patterns, also Griffbilder auf der Gitarre, auf dem Griffbrett, diese Erklärung lässt einen meistens ratlos zurück. Wenn jemand sagt, spiele die Durtonleiter vom zweiten Ton aus oder im zweiten Pattern auf dem Griffbrett, dann ist das Dorisch. Wie soll man denn damit Musik machen? Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ist nicht komplett falsch, aber da fehlt einfach der Praxisbezug. Viertens, vielen fehlt einfach die Durtonleiter als Grundlage. Und da muss ich sagen, das ist hier die einzige Fleißaufgabe, die aber in vielerlei Hinsicht wichtig ist. Die Durtonleiter musst du können, um von den Modes zu profitieren. Fünftens, wir Gitarristen haben noch ein besonderes Problem, das mit unserem Instrument zu tun hat. Der wahre Sinn und Zweck der Modes ergibt sich eigentlich aus einem Zusammenspiel von Tonleiter und Akkord. Nun ist aber für uns beides gleichzeitig schwer auf der Gitarre zu spielen. Und deswegen verstehen viele nicht so richtig den Nutzen der Modes und lassen es einfach gleich bleiben. Sechstens, es wird oftmals als verkopftes Thema nur für Jazzmusiker und Musiktheoretiker behandelt. Dabei sind wir davon in Wahrheit ständig umgeben, wie du gleich noch sehen wirst. In Filmen, in der Werbung, im Radio, die Modes sind überall. Jetzt könnte man sagen, wenn das doch in Wahrheit so viel einfacher ist, als man denkt, wieso können das dann nicht wenigstens die Gitarrenlehrer so aufbereiten, dass es jeder versteht und dass es Spaß macht? Meine Beobachtung ist die, dass viele Gitarrenlehrer es selbst nicht richtig oder nicht auf einem guten Weg gelernt haben. Und die können es dann auch nicht besser erklären, ist doch klar. Man muss hier ein bisschen anders rangehen als bei anderen Gitarrenthemen. Daher nun zum Kern dieses Videos. Die Frage, wie geht es denn besser, wie sollte man die Modes lernen? Der wichtigste Punkt, der zuallererst kommen muss, meiner Meinung nach, ist die Gehörbildung. Bevor du anfängst, lydisch zu spielen, musst du lydisch erstmal hören. Dann erst suchen wir uns theoretisch auf dem Griffbrett und für die Spielpraxis die Hilfsmittel, die wir brauchen, um diesen Sound, den wir im Ohr haben, schnell wieder hinzukriegen. Und genau das machen wir jetzt. Ich verwende heute bewusst keine Gitarre, sondern mein kleines E-Piano, weil ich weiß, dass wir Gitarristen die Angewohnheit haben, wenn jemand was auf der Gitarre zeigt, nur auf die Finger zu starren und nicht mehr wirklich zu folgen und nicht mehr zuzuhören. Und das wäre hier sehr schade und kontraproduktiv. Wir wollen hier vor allem dein Gehör heute auf die Modes einstellen. Dann ist der Rest nämlich ziemlich einfach. Das war ein Beispiel für den ionischen Mode. Der erste wichtige Punkt ist, dass du ein persönliches Bild mit dem Sound verknüpfst. Um es dir einfacher zu machen, habe ich mal Bilder oder Videoclips gesucht,
die zu meiner Vorstellung des ionischen Sounds passen. Hör es dir nochmal an und schau dir mal mein Bild zu ionisch an. Also für mich ist ionisch sowas wie ein gute Laune, Friede, Freude, Eierkuchen-Mode ohne besondere Tiefe oder ohne Ecken und Kanten. Und es ist einfach der ganz normale Sound der Durtonleiter. Was ist, wenn man es rekonstruieren will, das Typische für so eine ionische Akkordfolge? Ich finde, dass es von der Tonika zur Subdominante geht, zur Dominante. Und die anderen Akkorde dürfen auch vorkommen, die anderen Stufenakkorde, aber das ist das Besondere, weil das nur bei ionisch so ist. Erste Stufe, vierte Stufe, fünfte und wieder zurück. Das ist für mich das Merkmal von ionisch. Das ist mit anderen Worten einfach die Durtonleiter. Das war noch einmal ionisch, diesmal D-ionisch, anderes Tempo genommen, bisschen anderer Stil. Aber auch das ist für mich ein gute Laune-Mode, ohne Zwischentöne, ohne besondere Tiefe auch. Hörst du nochmal an, mit Bildern jetzt unterlegt, wie ich es mir merken würde, wie gesagt, gute Laune-Mode, ohne Ecken und Kanten. Erste Aufgabe, auch dazu such dir wieder ein Bild. Also es ist, glaube ich, offensichtlich, dass es ein ganz anderer Klang ist als ionisch, was wir gerade hatten. Ein Bild, das mir dabei in den Sinn kommt, ist Mittelalter, mittelalterlicher Markt, mittelalterliches Ritterturnier oder dergleichen. Es kann für dich ganz anders sein, aber mach dir ein klares Bild dazu. Hier dasselbe nochmal mit einem für mich stimmigen Bild unterlegt. Also diesen Mode nennt man dorisch. Wie kann man den jetzt rekonstruieren, diesen tollen Sound? Der einfachste Weg, wie ich es ja auch gemacht habe in meinem Beispiel, ist, dass du einen Moll-Akkord nimmst. Also dorisch ist ein Moll-Mode. Das war jetzt in D-Moll mein Beispiel. Und eine Quarte höher nehme ich den Dur-Akkord dazu. Das gibt es nämlich so nur in dorisch. Wie kann das sein? In der Durtonleiter haben wir ja an drei Stellen einen Moll-Akkord. Wenn wir C-Dur nehmen, weiße Tasten, haben wir D-Moll, E-Moll und A-Moll. Wenn ich von E-Moll eine Quarte höher gehe, bin ich bei A-Moll. Habe ich also einen Moll-Akkord. Wenn ich von A-Moll eine Quarte höher gehe, habe ich D-Moll, auch einen Moll-Akkord. Also nur von dem einen Moll-Akkord aus in der Durtonleiter, dem der zweiten Stufe, habe ich eine Quarte höher Dur. Und das kann ich natürlich auch umkehren, so spielen. Deswegen ist das der Sound von dorisch. Moll-Akkord und eine Quarte höher Dur. Das Hintergrundwissen ist jetzt natürlich, D-Dorisch ist die zweite Stufe von C-Dur. Und ich muss einfach nur C-Dur-Tonleitertöne spielen über diese Akkorde. Und
und schon habe ich automatisch Dorisch. Aber das kommt eben erst jetzt, wenn wir versuchen, den Sound zu rekonstruieren. Und wenn du das auf der Gitarre mal ausprobierst, wirst du merken, die Finger finden automatisch ihren Weg, wenn du ganz einfach den Sound verinnerlicht hast von Dorisch. Hier noch ein anderes Beispiel für Dorisch. Hat was von Weite und von vergangenen Zeiten für mich. Deswegen diese Mittelalter-Assoziation. Hier nochmal mit für mich passenden Bildern. Mach dir deine eigenen gedanklichen Bilder zu so einem Mode und versuch den mal so oft du kannst auf Aufnahmen, im Fernsehen, wo auch immer, in Filmmusik wiederzuerkennen. Das ist der wichtige Schritt, der so gerne übersehen wird. Einen anderen Mode zeige ich dir noch. Hör dir mal das erste Beispiel dazu an. Meine Assoziationen dazu sind gute Laune, was Positives, aber ein Touch Übernatürliches. Hier ist irgendwas nicht ganz Alltägliches im Gange. Zum Beispiel fällt mir der Weihnachtsmann ein oder eine gute Fee. Deswegen nochmal mit meinem Videoclip unterlegt dasselbe Hörbeispiel. Ja, und diesen Sound nennt man lydisch. Wie kann man das jetzt nachbilden, diesen Sound? Was ist da der Trick? Die Besonderheit von lydisch ist, dass du einen Dur-Akkord hast als Basis. Das ist ein Dur-Mode, aber einen Ganzton höher kommt nochmal ein Dur-Akkord. Also in C-Dur, C-Dur und D-Dur. Wenn wir C-Dur und D-Moll spielen würden, wäre es ionisch. Aber spannender, viel spannender für meine Begriffe ist ein Dur-Akkord und ein Ganzton höher wieder Dur. So, und damit bewegen wir uns nicht mehr innerhalb des C-Dur-Kosmos. Das siehst du hier ganz gut daran, dass eine schwarze Taste auf einmal mit im Spiel ist. Wir bewegen uns damit in G-Dur. Das muss ich dir kurz erklären. Ich habe gesagt, ein Dur-Akkord und Ganzton höher wieder Dur. In der Dur-Tonleiter haben wir doch an drei Stellen einen Dur-Akkord. Nochmal in C-Dur. Haben wir einen C-Dur-Akkord auf der ersten Stufe. Einen F-Dur, also auf der vierten Stufe, und einen G-Dur-Akkord, also auf der fünften Stufe. 1, 4, 5 gibt es Dur-Akkorde. Wenn ich jetzt einen Dur-Akkord und einen Ganzton höher wieder Dur habe, dann weiß ich, ich bin wohl an der Stelle der Dur-Tonleiter vierte, fünfte Stufe. Denn nur hier gibt es zwei benachbarte Dur-Akkorde. Und wenn mir jetzt eben jemand die Akkordfolge präsentiert, C-Dur und D-Dur, dann frage ich mich, wo kommen denn C-Dur und D-Dur nebeneinander vor? Dann muss doch C die vierte Stufe sein. Also sind wir eigentlich im G-Dur-Kosmos. Aber da uns der C-Dur hier als Schwerpunkt präsentiert wird, sagen wir dazu C lydisch. Also das war nochmal lydisch, ist für mich ähnlich. Ich habe das Gefühl, es ist eine positive Grundstimmung, aber es hat irgendwie einen mysteriösen Unterton, das Ganze. Da passiert irgendwas nicht ganz rational zu erklärendes. Deswegen habe ich nochmal einen Videoclip dazu ausgewählt, der für mein inneres Bild stimmig ist zum lydischen Sound. Thank you.
Ja, und es war eben genau dasselbe Spiel wieder. Zwei Dur-Akkorde, einen Ganzton entfernt. Diesmal G-Dur und A-Dur. Die Töne können also nicht der G-Dur-Tonleiter entnommen sein, weil, wir haben ja gesagt, zwei Dur-Akkorde benachbart gibt es nur an den Stellen 4 und 5 einer Dur-Tonleiter. Also wenn G die 4 ist, dann ist D die 1. Heißt also, zu G-lydisch passt das D-Dur-Tonleitermaterial. Das wäre die Lehre, die du aus dem heutigen Video ziehen kannst. Immer erst eine Klangvorstellung haben, ein Bild dazu, ein geistiges Bild damit verknüpfen und dann kümmern wir uns um die Theorie und um die Technik und bringen das Ganze aufs Griffbrett. Wenn ich jetzt dein Interesse an den Modes geweckt habe und du sagst vielleicht, ja, das will ich jetzt aber richtig lernen, ausführlicher und natürlich praktisch mein Instrument, alle 7 Modes, nicht nur 3, dann empfehle ich dir auch meinen ausführlichen Videokurs zu diesem Thema, der heißt Modes-Methode, wo wir uns in über 4 Stunden Videomaterial, über 40 Videos dem Thema widmen, mit 21 Backing-Tracks, mit ergänzenden schriftlichen Materialien und mehr. Ich zeige dir auch im Kurs Dinge am Klavier, so dass du die Modes am Ende wirklich einsetzen kannst und wirst. Schau es dir bei Interesse mal an, den Link findest du unter jedem Video. Übrigens, von mir gibt es ein ganz neues E-Book mit 7 Stücken für 2 Gitarren, also ein Noten- und Tabs-E-Book. Ich habe 7 Stücke geschrieben, die man wunderbar und relativ einfach zu zweit spielen kann. Du kannst es auch alleine spielen, indem du dir die zweite Gitarrenstimme aufnimmst zum Beispiel und dann die andere dazu spielst. Kostenlos, den Link dazu findest du auch unter dem Video. Bei der Anmeldung zu meinem Newsletter kannst du dir sofort dieses kostenlose PDF herunterladen. Das war's jetzt aber wirklich von mir für heute. Bis zum nächsten Mal.